Recht herzlich willkommen zur 41. Folge vom Kerbal Space Programm. Der Dralo hatte mir geschrieben, ich soll erstmal im Space Center vorbeigucken, hier vorbeigucken. Space Data from Space around Kerbin. Ich glaube, das meint er, sollte ich mal auch noch mit reinnehmen. Science Data from Space around Kerbin. Und er schrieb Science Data from Space around Kerbin. Genau das. So, den noch dabei. Geht. Gut. So, das sind unsere Aktivierten dann. Ja, und dann hat er mir geschrieben, dass nicht unbedingt alle Touristen gleichzeitig fliegen müssen. Aber es würde auch gehen, indem ich die Rakete mir hole. Machen wir sie mal auf. Load. Da ist sie. Nur da muss noch ein Tank bei. Und dann müssen wir den in die unterste Stufe reinbauen. Das wäre hier, da geschrieben. Ein bisschen rauszoomen. Dann die ganze Geschichte etwas höher setzen. So, das passt nicht ganz. So, und dann würden aber zwei Booster noch fällig werden. Ich hoffe, er meint diese hier. Pappen wir die da mal dran. Ne? Gut. Und die muss man irgendwie einstellen. Trust Limiter. Und zwar auf 1,6 hat er geschrieben, ne? Tut sich gerade nichts. Ah, jetzt funktioniert was. 1,64, das passt schon, dann. Gut, okay. Jetzt müssten wir mal gerade ein bisschen drehen, damit wir an das andere Triebwerk nochmal kommen. Oder ist das schon das Richtige? Das jetzt auf... ab. Nee, das wäre jetzt wohl für die ganze Rakete. Genau, dann passt das ja schon. So, jetzt habe ich Platz für alle drei. Die wollen wir auch gerade einladen. Der Ingenieur sitzt da schon wieder drin, den will ich gar nicht haben, aber ich brauche einen erfahreneren Piloten, nehmen wir den. Und die beiden Touristen dann da rein, dann sollte es gehen. Gut. Okay, dann sprach er davon, dass ich noch ganz viel Science machen sollte. Gehen wir hier wieder hin. Ach ja, und hier auf Kompakt, und ich bin irgendwie nicht auf Kerbin, sondern auf irgendeinem Mond angeklickt. Das fällt mir sofort da ein. Ja, jetzt wüsste ich gerne, wo das ist. Body Moho. Okay, da muss Kerbin hin. Body Kerbin. Jetzt habe ich es gefunden. Okay, und dann sind wir hier bei 0,45. Alles klar. Das heißt, wir müssen da nochmal dran herumschrauben, ne? So. Hammer Solid Fuel Booster. Und was ist hier? Der passt dann schon, oder? Ich will's hoffen. Alles auf 1,6. Gut. So, das wäre jetzt erstmal das, was ich machen wollte. Was ist hier? Atmo oder was? Nee, passt schon. Atmosphäre ist das wahrscheinlich. Okay. So. Das ist alles das. Jetzt speichern wir die Rakete ab. Safe. Dralos V2. Und die soll funktionieren. Sollen wir noch Nosecones machen? Dann sieht das ein bisschen schicker aus, oder? Würde ich ja gerne machen hier, ne? Und schon? Naja, doch, passt doch. Finde ich schöner. Weil es halt geht, ne? So, das wäre die Rakete, die funktionieren soll. Jetzt ist die Oberstufe verdammt lang geworden, steht da. Ja, das ist so. Ja, das Mech-Chip. Ja, unsere Forschung ist jetzt das Problem hier, ne? Also
Also wir haben da was dran gemacht, was wir gar nicht brauchen. Das ist dieses Teil. Können wir zur Analyse nehmen. Schmeißen wir weg, kostet nur Geld. Tja. Das lassen wir aber dran. Und jetzt müssten wir... Warte mal, nochmal saven. Und er meinte, ich sollte mal auf die Startrampe mit einer Kapsel gehen und da einfach nur einen rauslassen, reinlassen und sowas. Da würde ich dann schon Forschungspunkte für kriegen. Also eine Kapsel soll ich nochmal machen. Das heißt, ich müsste nochmal New machen. Dann hole ich mir eine Kapsel. Eine Kapsel gibt's hier. Da. Mit allem Pipapo dran, hat er gesagt. Machen wir mal hier hin. So. Alles, was Science hat, soll ich da dran machen. Also, das. So, vielleicht zoomen wir mal ran, dann sehen wir mehr. Und was ist das? Keine Ahnung, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Das ist eine Antenne. Brauche ich nicht. Der Mystery Go machen wir dann da auch dran. Aber nur einfach. Das andere war jetzt auch zweifach, ne? Haben wir jetzt beide abgemacht, ja. Machen wir das Thermometer nochmal dran. Und das wäre jetzt hier noch so ein Teil. So, das. Ja, wenn es das dann ist es das, oder? So. So, der Rest ist nicht mit Forschung. Das ist hier für Bandaufnahme, ne? Da können wir nachher nachchecken. Hatte er mir gesagt. Ich würde das jetzt mal einfach so machen. Fertig. Und da müssen wir einen reinsetzen. Das ist Niles da, den wir dann mal reinmachen. Und wir starten von der Rampe dann mal gerade. Und schon soll das funktionieren. Ich will's hoffen. So, da ist unser Ding. So. Das mal anmachen. Bei Recovery gibt es 0,7 Science-Punkte. Okay. Keep Data. Und bei dem? Machen wir eine Analyse. Ah, der geht da auf. Und oh, da gibt es richtig Punkte. Okay. Transmit Data. Geht nicht. Ja, da braucht man einen Scientist. Alles klar. Machen wir auch. Bei, was war das? 7,5 Science gibt's da. Können 2,6 übermitteln. Geht aber nicht, weil wir keine Antenne dran haben, oder? Temperatur messen, machen wir auch. Gibt's auch Science für. Wow, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Keep Data. Und Keep Data. So. Und das war's, oder? Und jetzt soll ich mal das Gefährt bergen und dann sollte ich dafür Science-Punkte kriegen, oder? Mal gucken, ob da Science-Punkte für gibt. Sieht aber so aus. Okay, das kriegen wir alles wieder. Das ist alles toll. Jetzt haben wir 48 Punkte. Jetzt können wir natürlich in die Forschung reingehen und ich glaube, das würde rein theoretisch dafür reichen, ne? Aber was wollten wir jetzt nehmen? Flight Control war jetzt nicht das Entscheidende, das auch nicht. Wir brauchten
Was brauchten wir? Gute Frage. Wir brauchten irgendwas mit Dingens. Sag schon, Solarenergie hat der Dralo geschrieben. Und Strom ist hier Solar? Ja. Photovoltaikpanels. Also die wären's. Dafür brauchen wir aber 90 Punkte. Wir haben aber nur 48. Wollten wir hier was? Ah, da ist das Mechjet. Das wollen wir als erstes haben. Das war ja unser Ziel. Genau. So, das holen wir jetzt rein. Haben wir. Dann haben wir mehr freigeschaltet für die nächste Runde. Gut, das ist erstmal okay. Das hat dann geklappt. Gut. Und er hatte noch was gesprochen von Ausbauen. Ach so, ja, wir hätten jetzt noch dieses ganze Werk starten können, einen aussteigen lassen, aber dafür braucht man noch Astronautenkomplex ausbauen. Nee, das war jetzt falsch, da drauf zu klicken. Ich glaube, ein Rechtsklick wäre es gewesen, ne? Genau. Für 282.000 können wir das upgraden, können wir aber nicht. Okay. Enter. Gehen wir rein. Gut. Das heißt, wir haben jetzt das Mech-Jab. Das können wir jetzt rein theoretisch ja wieder anbauen dann, ne? Das, was uns fehlte. Jetzt laden wir die Rakete von eben nochmal. Das war die V2. Gut. Da ist das Riesenteil. Und jetzt können wir ja hier, weil wir es können, weil wir es jetzt haben. Oder auch nicht. Es ist woanders untergebracht, ich will's hoffen. Was ist das? Service Bay? MechJet 2, da ist es. So, das müsste jetzt dann hier unten ran, ne? Wo haben wir das andere denn jetzt? Ach, da unten. Ne, dann machen wir das mal auf die Seite. Einrasten tut's gut, passt. Gut. So, das ist das, was wir brauchen. Oder was der Dralo vorgeschlagen hat, dass wir das brauchen. Ich weiß gar nicht, wofür es gut ist. MechJet Electric Charge 5. Ja. Ah, hier oben ist es ja. Gut, das war's, genau. Custom Window Editor Settings, Delta V-Stats. War das das, was ich angezeigt kriegen sollte? Ich glaube ja, ne? Aber man kann sich diese Infos alle holen. Custom Window. Okay. Settings. Kann man das auch wegnehmen? Ja. Oh, da gibt es viele Einstellmöglichkeiten, die ich alle nicht. Hide Menü Button. Use Up Launcher. Use only the title bar for window dragging. Hide Brake on Eject and Rover Control. Replace Dropdown Menu with Arrow Selector. Okay. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich irgendwie in irgendeiner Form brauche, ne, oder? Vessel Info. Kann ich jetzt nicht verschieben, leider, oder? Doch, ich bin zu hoch, ne? Genau, so sieht's aus. Maximum Acceleration 15,79 Meter Sekunde Quadrat. Maximaler Schub ist 374,5 Kilonewton. 23,715 Tonnen hat die Rakete. Service TWR ist 1,61. Gut, das ist ja eine schöne Info. Custom Window. Ah, das können wir jetzt hier. Ist es an? Das können wir ausmachen. Jetzt holen wir uns das Custom Window Editor. Show in Flight. Window Contents Click to Edit. Oh oh. Ja, ich sehe schon, da sind ganz viele Sachen, die man da sich angucken kann, was wahrscheinlich irgendwie wieder ganz toll ist, aber ich keine Ahnung von habe. Aber der Dralo, der wird mir helfen. So, und das ist aber das, glaube ich, was ich anmachen soll. Was für uns vielleicht auch nur wichtig ist. Ich weiß nicht. Gut. Dann werden wir mal schauen, ob das so passt. Ja. Kerbin ist ausgewählt hier. Das ist wohl richtig so. Das kann ich dann anklicken. Okay.
Jetzt habe ich schon ganz viel angeklickt und ich weiß gar nicht, was ich da alles geklickt habe. Jetzt ist gleich alles weg. Ja, ich das zumache und das wieder aufmache, ist das nicht wieder da. Ja. Ja, wer weiß, was ich jetzt gemacht habe. Gut. Ja, ich hätte gerne eine Info dazu, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, weil ich hier unten drauf geklickt habe und das weg ist. Stages geht nicht. Ja. Ach, nee. Sind irgendwelche Fenster aufgegangen? Nee, ich glaube nicht. Okay, der Dralo wird mir helfen. Bitte. Okay, aber ich würde mal sagen, für die Folge soll es erst reichen. Wenn wir noch was ändern müssen, werde ich gerne Info dazu haben. Ich glaube, ich habe aber eigentlich alles so ähnlich gemacht, wie es sein sollte. Die Booster angebaut, das TWR auf 1.6 gestellt. Ja, ich will hoffen, das war alles. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.